So, da bin ich wieder. Tut mir leid, dass es hier die Unterbrechung gab. Ja, da kommen wieder welche rein. Tut mir leid, dass es hier die Unterbrechung gab, ja, aber irgendwie ist die Technik sehr neu für mich. Wir sind hier beim Plenärfestival im Livestream Plenärfestival an der Ostsee. Ich warte mal, bis alle wieder drin sind und ich werde nicht neu beginnen, aber ich werde hier eben das weitermachen, wo ich stehen geblieben bin. Mit der Technik kenne ich mich noch nicht so aus. Ich habe hier aus Versehen jemanden reingenommen oder Leute reingenommen, ja, die ich gar nicht drin haben wollte und wusste nicht, wie ich das wieder auszuschalten habe. Aber es sind ja schon wieder über 200 da und jetzt werde ich keine Anfrage mehr annehmen. Ja, werde hier tunlichst vermeiden, auf Knöpfe zu drücken und war hier stehen geblieben. Hier habe ich mit dem Füller auf der Fahrt nach Hamburg letztes Wochenende auf dem Beifahrersitz gezeichnet. Und so bereite ich mir Papiere vor, wenn ich mit dem Füller arbeite. Und das will ich jetzt mal zeigen. Werde ich mal machen. Und zwar habe ich hier einen Zeichenblock, habe ein Wasserglas, Pinsel und mache das mal feucht. So. Das hier. Und das Papier wird sich eben biegen, klar, weil sich das ausdehnt. Aber so bereite ich auch das Skizzen oder habe ich auch das Skizzenheft vorbereitet. Und damit sich das nicht so biegt, werde ich hier zack eine Klammer dran machen. Und wenn ich das schön einmassiert habe, wenn das nicht mehr schwimmt, ja, sorgfältig einmassieren, geht auch bei diesem Skizzenpapier der Hahnemühle, bei diesem Nostalgie-Skizzenbuch, so. Dann nehme ich eben die Füllertinte. Ich nehme mal dies hier, Sepia von Winsor & Newton ist das, ja. Und gebe da so ein bisschen was, nicht direkt aufs Papier, sondern hier auf die Palette, um es zu verdünnen, ja. Ich schraube das mal wieder schön zu. So. So, nehme die Palette und so leg das an. Und ihr seht, es verläuft eben. Und wenn das trocken ist, ja, und das ist der Trick, um mehr Atmosphäre dort reinzubekommen, wenn das trocken ist, dann entsteht sowas oder sowas. Und ich kann darauf eben mit der Füllertinte zeichnen. Und das mache ich jetzt auch nochmal, aber ich will das Ergebnis auch nochmal zeigen. Hier zum Beispiel sieht man, wie eben diese Weichheit hier drunter ist. Hier sieht man es auch noch ein bisschen. Oder hier oben, ja, hier sieht man es auch, wie ich damit gearbeitet habe. So, ja, hier sieht man es auch noch mal, wie es drunter ist. Okay, Plenär Festival. Hier immer schön das Logo reinhalten. Wie gesagt, vom 7. bis 14. Mai ist das. In Kühlungsborn, in Bad Doberan. Kommt alle hin, lasst uns zusammen zeichnen. Jetzt möchte ich zeigen, wie ich eben Architektur zeichne. Ich habe hier übrigens Füller gefüllt mit der Farbe, die der Füller hat. Das heißt, hier ist blaue Tinte drin, ja, und hier habe ich zwei schwarze Füller. Und damit ich es unterscheiden kann, habe ich mit denen noch braun angemalt, denn dort habe ich braune Tinte drin, ja? Hier schwarze Tinte und das hier weiß ich schon eben hellbraune. Und ich fange mal mit der hellbraunen an, ja, und werde hier mal die totale reinzeichnen vom Münster. Münster ist ja immer so eine Kirche, die dem Kloster angeschlossen ist, ja, und das ist in Bad Doberan, ich glaube im 12. Jahrhundert ist die entstanden. Habe ich so ein bisschen mal auch ein bisschen auf heute Abend vorbereitet, damit ich auch weiß, was ich da mache. Und mache hier so eine Eckperspektive. Kann nicht auf jeden Aspekt eingehen, aber ein bisschen was kann ich da schon erzählen über Perspektive. Das heißt, hier gibt es eine Augenhöhe, hier gibt es einen Fluchtpunkt und der Giebel des Münsters ist da. Es gibt ein Dach dort und dann gibt es hier das Längsschiff. Und beim Füller, mit manchen Füllern zeichne ich lieber ohne Kappe, bei manchen mit Kappe hier. Das hier ist übrigens ein Weihnachtsgeschenk gewesen, ja. Viele Füller, auch das hier war ein Weihnachtsgeschenk, ja. Kriege ich dann eben auch geschenkt und ach, hat man ja nie genug von, ne? Und hier mit dem Hinweis von einem Veranstalter, der vielleicht zuschaut, dann schöne Grüße nach Hattingen, mit dem Hinweis, dass Füller ja sehr entschleunigende Zeichengeräte sind, ja. Also Füller haben ja eine gewisse Ästhetik, diese Tinte fließen zu lassen, macht ja Spaß, ja.
und macht mir auch Spaß, aber ich arbeite relativ selten mit Füller, aber ich will das natürlich auch mal zeigen und mache es auch gerne, weil sie sind sehr wartungsintensiv. Ja, also das hier ist auch Tinte, die nachher mehr oder weniger zumindest wasserfest ist, wenn sie angetrocknet ist. Und deswegen sollte man entweder ständig mit dem Füller zeichnen, aber ich habe ja verschiedenste Zeichenmittel. Oftmals mache ich ja auch Präsentationen, wo ich dann eben mich auf die Präsentation vorbereite und dann eben sage, ja, ich mache das jetzt, um Pastellstifte kennenzulernen, um mich damit da reinzuarbeiten. Deswegen ist Füller nicht so mein ständiger Begleiter. Aber wenn er das ist, ist es natürlich sehr schön, hier diese Flüssigkeit eben sehr als Flüssigkeit zu haben, was beim Fineliner nicht so ist, ja, und die Linien oder die Strichbreite, Strichstärke so ein bisschen zu variieren. So, ich habe hier so eine, hier, grüß der Veranstalter zurück, habe hier eine Eckperspektive angelegt von dem Münster und ganz schön ist es natürlich, eine Dreidimensionalität entsteht durch diese Fluchtlinien, aber eben auch durch eben Dinge, die davor stehen, wie zum Beispiel, hier werde ich mal ein bisschen einen Baum hier reinhängen lassen und hier werde ich noch einen kleinen Busch davor setzen und schon habe ich etwas vorne, etwas hinten und eindeutige Lichtverhältnisse sorgen auch dafür, dass ich Plastizität erzeuge und das mache ich hier durch die Schraffur. Füller ziehen ja normalerweise Linien, ja, man schreibt ja damit Linien, man setzt damit keine Flächen und Flächen entstehen dadurch, dass man eben Schraffuren setzt. So, hier fragt gerade Malen am Meer Größen, wie kommen die Größenverhältnisse zustande? Größenverhältnisse, die schätze ich ab, ja, also ich schätze ab, wie hoch ist das, ja, was ist der höchste Punkt, wie ist dieser Winkel und damit arrangiere ich das ein bisschen und ich hoffe damit, so die Frage beantwortet zu haben. Aber zurück zum Kloster. Das ist ja in Bad Doberan sehr gut erhalten. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so gut erhalten? Das ist ja so ein Backsteingotik. Ja? Warum ist es so gut erhalten? Und das ist so gut erhalten, weil nach der Reformation, als die Klöster alle abgerissen wurden, vernachlässigt wurden, als in Deutschland keine Mönche mehr lang zogen und dann eben Klöster hatten, da war das eben die Begräbnisstätte von den Herzögen, ja, von Mecklenburg. Und von daher ist das deswegen erstmal erhalten geblieben. Heute ist die evangelische Kirche. Aber diesen Aspekt fand ich sehr interessant. Und das ist ja auch in der DDR, als es die DDR noch gab, war das eines so der bedeutendsten, glaube ich, Baudenkmäler, ja, und zu erhalten oder erhalten wertesten Baudenkmäler. Deswegen ist das eben auch wirklich sehr schön mit dieser Backsteinarchitektur, die ja sehr typisch ist, schon gemacht. Ja, wird der Livestream gespeichert? Ja, er wird gespeichert, so mir das denn gelingt. Eben ist es ja schon mal so ein bisschen abgestürzt, ja. Aber wenn ich jetzt hier keine Live-Anfrage mehr annehme, dann wird er gespeichert. Abonniert den Newsletter vom Plenärfestival und dann wird euch der Link zugeschickt, so wurde mir gesagt, von der Tourismus GmbH Kühlungsborn. Ich verstärke noch so ein bisschen die Dreidimensionalität durch die Schraffur, so, um mal wieder zum Thema zu kommen. So, haben wir noch eine Frage, wie reinige ich den Füller? Ich reinige den Füller eigentlich gar nicht, ich sorge tunlichst dafür, dass er nicht eintrocknet und wenn er dann eben mal stockt, dann lege ich ihn in Wasser und hoffe drauf, dass sich die Tinte löst. Ich habe übrigens auch, ich weiß jetzt gar nicht genau, da gibt es 5, 6 Punkte, die ich so beachte. In einem meiner Bücher habe ich darüber auch mal die aufgelistet, was passiert oder wie kann man so einen Füller wieder in Gang bringen. Ja. So, hier mache ich eine Schrägschraffur. Ich kann ja mal ein bisschen was über Schraffuren sagen. Das mache ich mal. Ich habe jetzt hier eine Schrägschraffur von links oben nach rechts unten. Und das mache ich, weil ich Linkshänder bin und hier einfach so schön schnell parallele Linien drunter ziehen kann. Ja, so, das ist die grobe Form. Jetzt kommen ein paar Details rein. So, welche Tinte benutze ich? Ich zeichne gerade mit der Tinte hier. Ja, wie gesagt, die Materialien, die ich hier benutze, habe ich vor ein paar Tagen auch auf meinem Instagram-Account gepostet.
guckt's euch an, ne? Da will ich jetzt gar nicht Zeit mit verwenden, das alles nochmal wieder zu wiederholen. Da habe ich das reingeschrieben in den Post, ja. Dies hier ist Winsor & Newton Kalligraphie Tinte Sepia, ne? Und mir gefällt die so schön, weil die eben auch zu diesem Backstein passt, ja. Okay, genau. Mit dem, hier lese ich gerade, dass das mit einem Ultraschallgerät gereinigt werden kann. Kann man alles machen, aber oh, ich habe keine Lust, alles zu kaufen. Ja? Und wie gesagt, mit normaler Füllertinte, mit blauer Füllertinte, mit der hier, ja, die hier drin ist, da passiert es eigentlich nicht, dass das, ich lege sie hier mal hin, da passiert es eigentlich nicht, dass das eben aussetzt, ja, weil sie wasserlöslich ist. Ne? Vielleicht kann ich mal hier so nebenbei was sagen. Normalerweise, wie gesagt, ziehen Füllerlinien und damit entsteht eben der Farbton. Aber ich kann es auch so machen, dass ich, wie ich es eben gezeigt habe, das Papier feucht mache. Und dann hole ich hier mal die Patrone raus, gehe hier mal mit dem Wassertankpinsel rein. Und wenn ich dann die Tinte, die sehr ergiebig ist, auftrage, dann blutet das so aus. Dann gibt es eben diese weichen Übergänge, die ihr bei meinen Skizzen sehr oft seht. Ne? Das ist eine andere Möglichkeit. Aber gerade mit dieser Tinte, die nicht die wasserlöslich ist, ja, also dies hier Lamy Pelikan oder was ist das hier? Ich glaube, es ist Lamy. Da muss man auch aufpassen, verschiedene Füller, da geht nicht jede Patrone rein. Nee, das ist so ein, ja, das ist eine Lamy-Patrone. Das ist eine Lamy-Patrone, die hat einen anderen Durchmesser als ein Pelikan, glaube ich, Pelikan-Patrone. Oder Faber-Castell nutzt hier auch andere. Das ist ein Faber-Castell-Füller. Und wenn ich hier die Patrone mal raushole, hier, ja, genau, Pelikan-Patrone, dann würde die nicht in den Lamy-Füller passen. Aber ich werde im Laufe hier dieser kleinen Präsentation auch nochmal sagen, wie ich mir solche Patronen befülle, ja, weil hier war auch mal blaue Tinte drin, aber dazu später noch mehr. Ja, wie gesagt, Linien, hier habe ich das Papier feucht gemacht, dann die Farbe aufgetragen, aber ich kann es eben auch nachträglich vermalen. Ich kann auch hier eben das wieder anlösen und damit habe ich eben auch eben eine Fläche gegen diese Linie, ja. So, Linienstärke oder Stärke, hier habe ich glaube ich eine B, ja, wie breit. Ich tendenziell nehme ich lieber dickere Füllerfedern als dünnere, weil dünnere sind zu filigran und hier schaffe ich einfach mehr. Das kleine Ausflug, was kann ich damit machen? Linien, Flächen, Verläufe oder eben auch vermalen. Und wenn ihr meine Zeichnungen seht, taucht sowas immer wieder drin auf. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Ich teste übrigens immer meinen Pinsel. Ist der sauber auf der Hand? Ja, weil das geht so schnell, bis ich dann ein Taschentuch in der Hand habe. Und das kann ich jetzt hier auch noch zum Teil vermalen, obwohl diese Tinte mehr oder weniger wasserfest ist. Steht nicht drauf, aber ihr seht, wie ich hier noch so Flächen schaffen kann. Das würde mit blauer Tinte sehr viel besser gehen. Und ihr seht, wie hier immer mehr Räumlichkeit entsteht, dadurch, dass ich hier eben hell-dunkel organisiere, ne? Nicht irgendwas mache, sondern hier Licht kommt von hier, helle Töne habe, dunkle Töne habe. Und dann gehe ich mal mit der zweiten Farbe drauf. Das hier war ja diese, ich kann sie hier nochmal zeigen, Sepia von Winsor & Newton. Und hier habe ich eine Tinte von Rohrer & Klingner, auch Sepia genannt, aber dunkler, habe ich festgestellt. Ja, so, die hier, vielleicht sieht man das, ist ein bisschen dunkler und hier setze ich jetzt weiterhin Dunkelheiten. Ja? Hier vorne hin, so, hier setze ich Dunkelheiten hin und nähere mich immer mehr dem Schwarz. Eine Zeichnung wird ja kraftvoll, wenn es von Weiß bis Schwarz alle Tonwerte gibt. Hier muss ich allerdings aufpassen, dass ich eben das Papier nicht zerreiße. Ja, das ist Skizzenpapier und das ist eine starke mechanische Beanspruchung, die ich hier mache auf dem Papier, zumal ich das eben gerade nass gemacht habe. Okay, ich werde mich mal einem anderen Motiv widmen. Das ist die totale. Also wie gesagt, ich sitze mit den Teilnehmern meiner Kurse immer hier im Klostergarten und skizziere. Und dabei haben wir zum Teil auch diese Ansicht, ja, und mache das dann eben in dieser Hinsicht Urban Sketching und deswegen habe ich mich auch für Füller entschieden. Ich leite dort einen Urban Sketching Kurs. Urban Sketching erlaubt ja eben auch alle Materialien. Viele arbeiten ja mit Aquarell, aber man muss es nicht machen. Man kann es natürlich machen, muss es aber nicht.
Und deswegen habe ich mich mal für Füller entschieden. Hier eben auch mit drei. Hier habe ich eben auch schon schwarz genommen. Ja, lege ich auch mal drunter. Das hier ist schwarze Füllertinte. Und das ganz normal aus der Patrone. Eine schwarze, auch wieder Lamy-Patrone. Ja, ganz normal, wie es blaue Tinte gibt, gibt es ja auch schwarze Tinte in diesen Patronen. Ich werde mal ein anderes Motiv wählen. Ich werde mich mal dem Stadttor widmen. Ja, was heißt Stadttor? Das ist jetzt die Umzäunung, Ummauerung der, fangen wir mal wieder mit dem Hellsten an, des Klosters. Ja. Und ich hatte ja vorne hier die Fotos gezeigt. Und hier nehme ich eine andere Ansicht. Das ist eben, oder eine andere Perspektivart. Das ist eine Ansichtsdarstellung dieses Tor. Ich kann es hier nochmal schnell reinhalten, damit ihr wisst, was ich sehe. Ne? Das hier, ja, sehe ich direkt von vorne. Eben hatten wir hier das gezeichnet oder habe ich das gezeichnet. Hier habe ich das Tor bzw. die Klostermauer direkt von vorne gezeichnet, also dieses Eingangstor an der Klostermauer. Und die Klostermauer läuft hier parallel und hier setze ich das jetzt eben strahlenförmig auseinander. Der ein oder andere weiß es, Zentralperspektive ist das Stichwort. Hier laufen alle Linien auseinander. Ist ja Architektur ein Thema, ein bisschen schwer zu handhaben durch viele, aber man sollte sich nicht drum mogeln. Da gibt es ein System und wenn man das System hat, dann kann man alles auf dieser Welt mit wenigen Strichen darstellen und vereinfachen. Ja? Also dieses Tor hier, ich glaube, das ist sogar das grüne Tor, bin mir aber nicht ganz sicher, habe versucht, das rauszufinden, habe ich nicht rausgefunden, nicht alles. Das sehe ich direkt von vorne, ja, eins der vier Tore, die in das Kloster führen und auch noch ganz gut erhalten. Ja. Wie gesagt, diese Backsteine sind ja Ziegel und besonders im Norden Deutschlands bis nach Dänemark und eben natürlich eben auch in die ehemaligen deutschen Gebiete Ostpreußen und so war das sehr gebräuchlich, mit diesen Ziegeln eben zu bauen, weil der Lehm hier vorhanden war und dann eben daraus die Ziegel gebrannt wurden. Es gibt da verschiedene Maße oder gab dort verschiedene Ziegelmaße. Das war ja alles noch quasi Manufakturarbeit. Da hat man nur darauf geachtet, dass man so einen Stein hinbekommt und den dann tragen kann und damit dann Gebäude und Mauer machen kann. Hier gibt es eben diese Dachverkleidung, so ein Ziegeldach. Dort mache ich mal eine Textur. Also es ist jetzt keine Schraffur. Wenn ich das nur einfach schräg mache oder gerade runter oder über Kreuz, ist das eine Schraffur, ja, die einfach nur Dunkelheit erzeugt. Aber hier auch gehe ich waagerecht rüber, weil das eben die Ziegelmauer zeigt. Und diese Ziegelmauer ist waagerecht, ja, aber wenn ich schräg drüber gehen würde, was ich gerne bei Vegetation mache, übrigens, hier ist noch ein Baum dahinter, so, das sieht lebendiger aus, dann ist das, sind das ja keine Blätter, sondern das ist eine Schraffur, mit der ich einfach nur Dunkelheit hinter dieses Tor jetzt setze und damit eben durch Dunkelheit Helligkeit erzeuge, ja, denn das, was davor ist, wirkt dann eben heller, wenn ich hier eine Dunkelheit mache. Unter dem Torbogen, weil hier wenig Licht drankommt, ist eben auch noch eine größere Dunkelheit. So, dann haben wir hier einen seitlichen Weg, also diesen Gehweg, der dort rauskommt. So, der, wie gesagt, strahlenförmig hier rausgeht. Und ich habe hier die Mauer, die dann ausläuft. Ja, das ist auch wichtig für mich zum Zeichnen, dass ich nicht alles gleichmäßig zeichne, sondern so wie man hier sieht, ups, wie man hier sieht, lasse ich das auslaufen oder hier lasse ich es auch auslaufen. Und genauso mache ich es hier. Hier konzentriere ich mich da drauf und alles andere dort lasse ich eben auslaufen. Ja? Okay, so, was haben wir denn hier noch? Hier. Und ich ziehe radikal diese Linien durch. Die gibt es hier gar nicht, ja, aber sie helfen mir enorm, eben meine Schrägen von dieser Flucht eben zu bestimmen.
Und sie helfen auch dem Betrachter, so eine Ordnung da drin zu erkennen. Das ist eben auch so ein zeichnerischer Trick, ja, dass man hier ruhig Dinge mitzeichnet, die es gar nicht gibt, die der Betrachter aber intuitiv oder der, die er mal irgendwo gesehen hat, ja, oder entdeckt hat, ohne dass ihm das bewusst war, so dass er diese Schräge hier sieht oder sowas. Und damit sieht er, ja, da gibt's eine Ordnung. So wird findet der Betrachter gut, dann findet er das Bild eben auch gut, ja. So, hier eben auch die andere Seite der Klostermauer und dieses Tor, wie gesagt, hat mich hier längere Zeit mit beschäftigt. Das wurde nachträglich reingesetzt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, ja, um hier den Fußgängern auch den Durchgang zu gewähren. So, hier haben wir noch einen Pfeiler und ich bin hier immer noch mit der Füllertinte und ich kombiniere hier eben auch, wie gesagt, diese Weichheiten, die ich jetzt hier gemacht habe, hier dieses Blatt hatte ich ja vorhin vorbereitet, ist inzwischen trocken. Wenn das übrigens so gebogen ist, dann zieht das über die Tischkante, sodass der Bogen dann wieder rausgeht. Das funktioniert ganz gut, auch wenn sich Aquarellpapier beim Feuchtmachen verbiegt, ja, über die Tischkante ziehen und dann rein und dann eben hat man es wieder gerade. So, hier werde ich es mal schön verdichten, um hier eine Dunkelheit zu erzeugen. Das kann ich natürlich auch, indem ich hier diese Linien zu einer Schraffur mache, die eben extrem dicht ist, ja, so, sodass das Tor eben heller stehen bleibt und das hier so ineinander übergeht. Bei der Mauer, die Mauer werde ich auch hell lassen. Hier sorge ich auch dafür, dass ich es kann. Und das geht eben wunderbar und geht auch, muss ich sagen, besser. Oder wie soll ich sagen, das ist einfacher für mich auch als mit dem Feinliner, weil die Tinte, dadurch, dass sie wirklich eine Flüssigkeit ist und nicht in einem Filz gebunden, sehr gut fließt. Nehmen wir den dunkleren Stift jetzt, also den dunkleren Füller. Man kann das natürlich auch alles mit einer Farbe machen. Ja? Muss man jetzt nicht eben drei Füller befüllen. Das mache ich jetzt hier aus Jux und Tollerei, ja, um das auch mal zu zeigen. Aber eigentlich hat man einen Füller, einen schwarzen womöglich, aber hier passt das eben, wie ich vorhin gesagt habe, zu diesem Ambiente, zu dieser Architektur, Backstein, Rotbraun, ja, und da passt dann das eben. Und auch antike Gebäude, ja, aber das Neutralste, normalerweise, wenn ich Feinliner habe, zeichne ich immer mit Schwarz, weil das eben sehr neutral ist. Gut, ich mache mal einen kleinen Break. Und will mal was zeigen, was ich eben auch auf Instagram angekündigt habe, nämlich wie ich Füller Patronen, nee, der ist schwarz, die hier, da ist braune Tinte drin, wie ich Füller Patronen befülle. Also diese Patrone hier ist schon fast leer, ja, und wenn ich eben hier wieder braune Tinte rein haben möchte, nämlich diese hier, ja, dann kann ich keine Patronen kaufen, sondern ich kann mir die nachträglich befüllen. Und wie ich das mache, das möchte ich mal zeigen. Und zwar brauche ich dafür eine leere Patrone. Wenn die Patronen leer sind, spüle ich sie aus. Ja, hier habe ich eine blaue, hier habe ich eine schwarze, aber mal schwarze Tinte drin. Ja. Und dann nehme ich zur Hilfe, ich nehme mal die Skizze mal ein bisschen höher, damit ich das da drunter machen kann, damit ihr das noch seht. Wenn ihr da mitzeichnen wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht so der Zeichenkurs, sondern es ist hier so ein bisschen eine Präsentation. Ja. Und dann habe ich hier diese Sepia-Tinte von Rohrer und Klingner. Wie gesagt, die ist dann nachher auch wasserfest, wie ich gemerkt habe. Und schraub mir die auf. Und besorge mir in der Apotheke so eine Spritze. Und mit der Spritze, aber vorher nehme ich ein Taschentuch und mache den Rand hier sauber, sonst habe ich nämlich gleich schmutzige Finger. Auch ein Nachteil der Füller, das Zeichnen mit Füller, dass man schmutzig wird. Tauche die hier rein und ziehe mir die Spritze mit der Tinte auf. So. Ja, hier ist jetzt die braune Tinte drin. Und gebe die hier, sieht man es, ja, man sieht es, in die Patrone rein und fülle so eben meine leeren Patronen auf mit einer beliebigen Tinte. Den Rest kann ich hier wieder reingeben in das Tintenfass, ja, und werde das jetzt mal austauschen, also wenn jetzt die hier leer ist. Und natürlich sollte man so einen Füller immer ausspülen, bevor man, also wenn man die Tinte wechselt. Ich wechsle sie jetzt hier nicht, ich wechsle nur die Patrone, wollte den Trick nur mal, was heißt Trick, diese Erfahrung nur mal weitergeben, ja, und hier kann ich jetzt wieder eine volle
Patrone reinmachen und habe jetzt hier nicht die Original-Lamy-Tinte drin, sondern diese Rohrer und Klingner mit meiner persönlichen Farbwahl, nämlich diesem Sepia. Ja, und wie gesagt, das ist wasserfeste Tinte. Übrigens diese Lamy-Füller, die sind sehr robust. Die Erfahrungen habe ich gemacht, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Dies hier, wie gesagt, war ein Weihnachtsgeschenk. Farbe Castell finde ich auch sehr gut. Hier kam auch jetzt öfter die Frage, welche Strichstärke oder Federstärke nehme ich hier. Ja, das ist beides M. Ich habe hier auch B, also fein, also F nehme ich selten. Ja, ich glaube, das ist hier B, genau, noch ein bisschen breiter. Das ist so die Strichstärke. Und ich muss sagen, die Strichstärke, die gebe ich auch, oder die passe ich gerne meiner Skizzenbuchgröße an. Und wer mich kennt, der weiß, ich zeichne sehr, sehr gern in A5-formatigen Skizzenbüchern. Und da ist dieses B eben breit oder M, Medium, keine Ahnung, ganz gut. Ich will noch ein paar andere Füller vorstellen. Also das hier Lamy, Faber Castell, kosten so 20, 25 Euro. Den hier habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ja, finde ich auch ganz gut. Der ist Custom Heritage Pilot aus Japan. Super Füller. Und hier habe ich festgestellt, dass der sehr gut fließt. Und der hat jetzt keine Patronen. Der hat jetzt hier so einen Mechanismus, womit man das aufziehen kann. Da kann man dann eben nur aus dem Fass das rausnehmen. Ja. Und der hier hat eben so einen Konverter, nennt man das. Wer es nicht weiß, kann ich zeigen, ja. Das hier ist so eine quasi Patrone, die man aufziehen kann. Habe ich gerade gemacht, könnte man auch eine Patrone reinsetzen, aber hier kann man die Tinte dann direkt aus dem Fass reinziehen. Also diese Möglichkeiten gibt es, ja. Genau, hier schreibt schon jemand, Vorsicht bei wasserfesten Tinten wegen der Verklebung. Also wie gesagt, Füller sind sehr wartungsintensiv und deswegen immer vorsichtig damit sein, ja, das ist wichtig und die ausspülen oder eben täglich gebrauchen. Bei Füllertinte, wie sie hier drin ist, eben so normale Lamy-Patronen, da kann nicht viel passieren, aber das hier sind Sachen, die können auch einen Füller unbrauchbar machen. Was dort hilft, in Wasser tauchen. Ich puste es auch ab und zu mal durch, ja, wenn sowas nicht funktioniert. Ultraschallgerät ist eine Möglichkeit, aber ich habe keins und ich benutze auch, wie gesagt, nicht so oft jetzt Füller. Gut, zwei Motive haben wir jetzt. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen Leben in die Bude bringen hier. Zeichnen kann ja Dinge, die das Foto nicht kann. Auf dem Foto war hier keine Person, aber ich werde hier mal einen Radfahrer oder eine Radfahrerin hier vor das Tor setzen. Ökologisch korrekt mit dem Fahrrad fährt hier diese Person, fährt hier eine Person durch das Tor. Und das Schöne ist ja auch, dass das dann eben Leben in die Zeichnung bringt. Übrigens zum Plenärfestival, 5 Jahre gibt es das schon, fahre ich auch immer gern mit dem Fahrrad. Ja, lebe ja hier in Norddeutschland, mache das nicht die ganze Strecke, aber so viel wie möglich, also Zug und Fahrrad. Aber ich genieße das immer sehr gern, sehr durch die Rapsfelder, dann eben von Rostock hier nach Kühlungsborn zu kommen, beziehungsweise dann eben auch die Strecke, das sind so 15 Kilometer, von Kühlungsborn nach Bad Doberan zu fahren, um hier zum Beispiel das Münster zu zeichnen. Das mache ich eben auch sehr gern. So, hier habe ich noch ein bisschen Leben in die Zeichnung gebracht. Ich werde, glaube ich, auch mal heute Abend das hier posten, ja, so dass ihr das noch mal in Ruhe sehen könnt. Jeden Tag veröffentliche ich ja ein Bild seit ja fast 10 Jahren. Ja, könnt in meinem Instagram-Account sehen. Früher war es Facebook. Ich mache es beides. One Day, One Sketch, Jens Hübner. Auch wenn ihr nicht bei Facebook seid, bei Instagram seid ihr, sonst wärt ihr nicht hier. Aber man kann das auch öffentlich sehen. One Day, One Sketch, Jens Hübner. Seit 10 Jahren jeden Tag eine Zeichnung, die ich veröffentliche. Und dieses hier, diese Motive habe ich auch schon in dieser Art veröffentlicht. Aber weil das heute ein besonderer Abend ist, wo ich hier für euch und das Plenärfestival an der Ostsee diese Präsentation mache, werde ich das vielleicht auch mal machen, dass ich dann jetzt diese Zeichnung zum Nachschauen nochmal zeige. Also hier geht es auch um die Aufteilung des Skizzenpapiers, also dieses Skizzenbuchs. Hier habe ich eine große Zeichnung, hier habe ich eine kleine
Und eine zweite kleine werde ich nochmal machen. Und zwar gehört zur Klosteranlage auch das Kornhaus. Und das werde ich auch nochmal darstellen. Da ist ein Restaurant drin, da gibt es total tollen Kuchen. Jedes Mal kaufe ich mir dort Mohnkuchen, wenn ich da bin, wenn es dann auf hat. Aber es hat in der Regel auf, ja, wenn wir da sind, weil dann geht so die Saison los. Wie gesagt, vom 7. bis 14. Mai findet das Plenärfestival wieder in Kühlungsborn und Bad Doberan statt. Es gibt mehrere Punkte, mehrere Sponsoren, auch Firmen, die sich daran beteiligen, wo man dann am Leuchtturm von Basdorf den Kuchen verbilligt kriegt oder so einen Special Kuchen und Kaffee für, ich weiß nicht, was man da spart, aber das nehme ich dann auch immer mit meinen Kursteilnehmern in Kauf, ja. Oder dass man das dann eben auch in der alten Büttnerei, das ist auch so ein Punkt, zwischen den Rapsfeldern gelegen, Pferde trappeln da über die Wiese und dort kann man dann eben auch, ich glaube, Kaffee trinken, Kaffee und Kuchen und so. Und die Kurse, die Plenärkurse, die dann eben so ein bisschen wetterabhängig sind, also die Techniken, die wetterabhängig sind, wie die Pastellmalerei zum Beispiel, die ziehen sich dann bei nicht so gutem Wetter, aber eigentlich ist immer Sonnenschein, ziehen sich dann eben zum Beispiel in die alte Büttnerei zurück, weil sie dort eben dann auch drin im Trocknen, sodass die Pastelle eben nicht feucht werden, arbeiten können und das dann optimal ist. So als Urban Sketcher kann man sich immer noch mal unterstellen, ja, kann man auch ins Kloster gehen, aber wie gesagt, das war eigentlich selten der Fall, dass das irgendwie geregnet hat. Es ist natürlich Mai, es ist Frühjahr, es ist Saisonauftakt, ja. Es sind natürlich über 10 Grad, es ist an der Ostsee, ist auch mal windig, ne? Aber das ist gerade das Tolle daran, dass es eben so was Spezielles ist, ja, dieses spezielle Ostseeklima. Und die Ostsee als Motiv ist natürlich interessant und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ich sage es gern nochmal, am 24. Februar mache ich noch eine Präsentation und da geht es um die Ostsee, da geht es um Ostseewellen. Mit welcher Technik ich das mache, weiß ich noch nicht, aber ich würde mich freuen, wenn viele von euch dabei waren. An wen muss man sich wenden wegen dem Festival? Ich schreibe es hier am besten mal hin. Das hier ist das Logo www.ostsee-perleinr.de. Also Ostseeplenär, wenn ihr das eingebt, dann habt ihr schon gewonnen, ja. Dann habt ihr das schon. Wenn ihr das eingebt, dann kommt ihr auf die Seite vom Ostseeplenär, wo die Kurse angeboten werden. Zum Ablauf hatte ich vorhin schon was gesagt. Und wo ihr auch vielleicht, wenn ihr möchtet, den Newsletter abonniert, denn dann kriegt ihr diesen Livestream, den ich hier gerade mache, nochmal zugeschickt, ja. Also das wird, ich glaube, auf YouTube wird das geteilt. Und den Link zu YouTube erhalten diejenigen, die sich beim Newsletter vom Ostseeplenär Festival anmelden und dann ja alle Livestreams kriegen, soweit ich das weiß. Ja, wie gesagt, einen wird es noch geben zu Ostseewellen, aber den hier eben auch nochmal zum Nachschauen. Und ich widme mich mal wieder hier dem Füller. Und wie gesagt, mit dem Füller kann man Linien ziehen, aber ich habe auch immer den Wassertankpinsel dabei. Mit dem Wassertankpinsel kann ich das hier eben auch vermalen und so eben auch noch Tonwerte schaffen, wie man das hier sieht. Ja? So, Backsteinarchitektur heute Abend das Thema. Und auf meinem Foto, was ich hier habe, sieht man im Hintergrund auch nochmal, was ich als Vorlage habe, sieht man nicht nur Vegetation, sondern eben auch hier diese Spitze des Münsters, das heißt der Kirche, jetzt als Kirche genutzt, als evangelische Kirche von Bad Doberan und Rostock, glaube ich, irgendwie Kirchengemeinde. So kann man das dann nochmal sehen. Ja? So, jetzt habe ich hier diese drei Gebäude mit wenigen Strichen festgehalten. Das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man davor sitzt, ja, und das nicht vom Foto abzeichnen soll, aber ich wollte hier eben natürlich das im Kalten machen, um euch darauf vorzubereiten, um euch das Festival vorzustellen, was im Mai immer
in Kühlungsborn und Bad Doberan stattfindet. Ich wollte euch aufs Urban Sketching nicht nur neugierig, viele von euch sind es ja schon, aber euch dann inspirieren, das eben auch zu tun mit dem Füller. Und ich wollte euch zeigen, welche Möglichkeiten hat der Füller, wenn man als Urban Sketcher unterwegs ist, ja, gegenüber auch anderen Materialien. Der Füller hat ja den Nachteil, den scheinbaren Nachteil, dass man nur Linien ziehen kann, dass man nicht eben Flächen machen kann, dass man nicht wie beim Bleistift Dinge verschmieren kann, ja, also Tonwerte schaffen kann, sondern nur Linien ziehen kann. Aber man sieht eben oder ihr seht, dass ich eben dadurch, dass ich das Papier vorher feucht gemacht habe, grundiert habe vorher quasi, so wie hier, das hier noch ein bisschen wellig. Ich werde es mal hier rüberziehen. So, ich ziehe es über meine Tischkante, das seht ihr nicht, aber ihr werdet gleich sehen, dass das eben hier, zack, jetzt gerade ist, ja. Und das Gleiche kann man mit dem Skizzenbuch machen, wenn man das hier so biegt, wenn sich das gewellt hat, wenn man das zurückbiegt, dann eben hier eine Weichzeichnung drunter legt, die sehr atmosphärisch wirkt, ja. Ich habe das hier größtenteils, wie gesagt, mit dieser Tinte gemacht, mit einem Faber-Castell Füller, aber genauso kann ich das eben im Lamy machen. Und ich blätter mal vielleicht auch nochmal so ein bisschen, damit es so ein bisschen belebt wird, hier durch. Das hier habe ich mit schwarzer Tinte gemacht, ja, mit schwarzer Füllertinte im Auto Linien gemacht und dann nicht mit dem Finger verschmiert, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern mit dem Wassertankpinsel angelöst, ja. Das geht eben auch, dass ich diese Tinte immer wieder anlösen kann. Hier auch noch so ein bisschen strukturiert, akzentuiert mit Aquarellstiften. Bin ja auch ein großer Fan vom Verwenden von Aquarellstiften. Das hier ist so die Vorlage. Ach so, eine Sache kann ich noch zeigen. Ihr seht, das ist hier ein bisschen heller. Und es ist ja alles erlaubt, ja. Ich kann ja hier auch wieder heller werden und das mache ich mal. Ich hatte bei vielen Zeichnungen, die ihr auf Instagram seht, dies hier verwendet, nämlich diesen Gelstift. Aber hier bietet er sich nicht an. Was sich hier anbietet, und das würde ich empfehlen, ganz zum Schluss zu machen, so einen Aquarellstift. Ja, das ist hier ein Albrecht Dürer Faber-Castell, weißer Aquarellstift. Und hiermit kann ich das eben auch noch erhöhen. Nur, ich würde es am Ende machen, weil gerade dieser Aquarellstift enthält so Wachs, ja, oder Öl. Und es ist dann nicht möglich oder schlecht möglich, damit Tinte wieder drauf zu gehen. Ja? Dieses, wie so ein Wachsstift, dieses Wachs sorgt dafür, dass da eben diese Wachsschicht drauf liegt und dass es sich dann ein bisschen sträubt dagegen, hier wieder mit dieser Tinte und mit dieser Metallfeder eben übermalt zu werden, weil man dann die, so wie man den Füller verstopfen würde, wenn man Kerzenwachs eben abkratzen würde. Ja? Also so ein Effekt passiert dort und deswegen mache ich sowas immer gerne ganz am Ende. Ja? Dann höhe ich nochmal, also dann werde ich wieder heller. Und das ist sehr latent. Ihr seht, das ist natürlich nicht weiß wie das Papier, aber es ist heller als das Tor. Und man sieht hier so diese feinen Nuancen. Und diese feinen Nuancen, auf die kommt es oftmals an. Ja? Also man muss gar nicht so mit dem Holzhammer da draufhauen, sondern das so ein bisschen heller machen. Und dafür ist eben so ein Stift geeignet. Ich kann natürlich auch, und da kann ich eben sehr viel mitmachen, hier auch nochmal Highlights setzen mit diesem Gelstift, indem ich jetzt hier weiße Linien draufsetze, was sehr atmosphärisch wirkt oder die Schultern beleuchte von der Figur, auf die man schauen wird. Dann ist die nochmal beleuchtet, besonders an der Licht zugewandten Seite hier kann ich es dann eben, solange es noch feucht ist, diese Tinte oder diese Tusche ist es, glaube ich, ja, ist das richtige Wort. Übrigens weiß ich immer noch nicht, was ist der Unterschied zwischen Tinte und Tusche. Ich habe 1000 Leute gefragt, aber mir konnte es keiner so erklären, dass ich es logisch wiedergeben kann. Ja, würde mich mal interessieren. Gut, ob ich mal wieder in Hameln bin. Ich war, glaube ich, noch nie in Hameln. Ich weiß nicht, mit dem Fahrrad bin ich mal ab und zu durch Hameln gefahren. Hier wollte ich noch ein paar Beispiele zeigen. Also ladet mich ein und ich komme. Ja, also wenn ihr das hört. Hier habe ich eben diesen weißen Gelstift genommen, um diese Pfosten zu machen, um diese Flächen zu machen oder auch um hier rüber zu schmieren. Hier habe ich, das kann ich vielleicht zum Abschluss noch mal zeigen, schwarze Tinte, die wasserlöslich ist, kombiniert mit dieser braunen Tinte und die Dunkelheiten dann eben auch wieder reingezogen mit der Stahlfeder
und das andere eben mit dem Pinsel, wie ich das eben gerade schon gezeigt habe. Ja, aber ich wollte ja auch nochmal auf das Blau eingehen, ja, oder hier zum Abschluss auch nochmal meine Materialien zeigen. Muss mal schauen, wo ich sie habe. Hier, ja, also mit den Materialien bin ich unterwegs und das ist eben mit blauer Füllertinte und auch wieder mit der schwarzen gemacht. Und hier habe ich auch zum Beispiel diese Pfeile gerahmt mit diesem Gelstift, damit sie hier als Pfeile erkennbar sind. Gut, ich werde jetzt nochmal meine Kamera umschalten. So, zack, da bin ich wieder. So, und habe jetzt gerne noch Zeit für Fragen. Oder ich möchte auch nochmal, weil wir unterbrochen wurden, nochmal über das Plenärfestival ein bisschen was nicht nur sagen, sondern zeigen. Wie gesagt, es findet im Mai statt und ich werde es hier nochmal versuchen aufzurufen. So, und lass das hier nochmal durchlaufen. Das ist das Logo. Vom 7. bis 14. Mai findet es in Kühlungsborn und Bad Doberan statt. Und dort gibt es dann, wie gesagt, verschiedene Kurse von Montag bis Mittwoch und das freie Malen an der Ostsee, hier an der Steilküste. Und hier eben verschiedene Materialien, zum Beispiel wie hier Pastell, ja, und die Kirschbäume blühen hier in der alten Büttnerei. Ich bin dafür zuständig, um Urban Sketching eben Kurse zu leiten. Leider ist der schon ausverkauft, der Kurs. Hier kommen noch Fragen rein, die will ich eben nebenbei beantworten, weil jetzt gucke ich in die Kamera. Was ist das für ein Gelstift? Wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, dass ich alle Materialien auf einem Post vor 4 Tagen, glaube ich, gepostet habe. Aber das ist ein Uniball Signo. Jetzt kommt hier, wie ich die Hintergründe mache. Sagst du kurz was über die Afrika-Reise? Ich habe diese Zeit. Ja, ich habe auch eine Malreise, Kameltrekking in Tunesien. Auf meiner Seite www.jenshübner.de stehen alle Termine und auch die Kamelreise, das Kamelwandern. So, ich schalte das mal wieder aus. Das Kamelwandern ist Ende des Jahres. Kann man sich dort informieren beim Veranstalter. Also es ist eine Woche Kameltrekking in Tunesien. Aber jetzt reden wir über das Plenärfestival. Jetzt kommt erstmal der Mai. Das hier ist der Gelstift. Das war noch eine Frage. Uniball Signo ist eigentlich dafür da, um in schwarzen Fotoalben weiße Schrift zu machen. Ja? Und ansonsten kann ich eben sehr empfehlen, auch mal eben diese Dinge zu benutzen, Füller zu benutzen, mit Füllertinte zu malen, zu Urban Sketching. Hier kommt noch eine Frage zum Scannen oder ob ich meine Dinge scanne. Ja, ich scanne sie und ich scanne, wenn ich beim Scanner bin. Ich bin sehr viel auf Reisen, gerade im Sommer zum Beispiel beim Plenärfestival an der Ostsee. Aber wenn ich scanne, dann scanne ich erstmal diese Seite auf dem A4-Drucker, dann diese Seite auf dem A4-Drucker und ich pack's dann elektronisch zusammen. Und fotografiere es auch, wenn ich unterwegs bin, fotografiere ich es. Übrigens zum Fotografieren, es soll gut ausgeleuchtet sein. In Hotelzimmern ist das Bad die hellste Lichtquelle. Ich lege mir mein Kopfkissen aufs Waschbecken, schräg das Skizzenbuch rauf, von oben kommt das Licht und dann kann ich es ganz gut fotografieren, ohne dass das eben verschattet wird. Und viele Posts, die ich mache, mache ich eben aus Hotelzimmern. Das ist die Art, wie ich es mache. Ja, in Köln bin ich auch demnächst. Und das, was heißt demnächst? Im April, kurz bevor ich im Mai in Kühlungsborn bin. Das soll es gewesen sein. Ich wollte euch das ans Herz legen. Seid dabei, wenn es 1.000 Euro zu gewinnen gibt, 500 Euro zu gewinnen gibt, 300 Euro zu gewinnen gibt, beim Plenärfestival, beim Malwettbewerb, beim freien Malen. Ich habe mich gefreut, dass so vielen Leuten, über 300 Leute waren zum Teil zugeschaltet, zeigen zu können, zu begeistern für das Urban Sketching und eben auch für das Skizzieren, Zeichnen an der Ostsee. Wir sehen uns am 24. Februar wieder, dann geht's um Ostseewellen. Für heute soll es das gewesen sein und ich hoffe, euch ein paar Fragen beantwortet zu haben, die das Urban Sketching, das Zeichnen mit dem Füller betrifft. Macht's gut, vielen Dank an euch, dass so viele dort Interesse hatten. Bis dann, ciao!